Wir sind heute hier in Heidelberg, ist der 24. Januar und sind beim Neujahrssymposium von Dieter Lutz. Also den Dieter Lutz kennen wir jetzt seit 1995. Wir haben damals als eine der ersten Kanzleien in Deutschland die ISO-Zertifizierung bei ihm gemacht. Und das war ein Quantensprung für uns damals. Die Balance habt ihr, wenn ihr im Flow seid, im Flow-Kanal. Wenn sich die Herausforderungen, in denen ihr seid, in etwa eurer Kompetenz entsprechen. Wenn die Kompetenz zu niedrig ist, kommt ihr total in die Überforderung rein. Dann kommt er in den Burnout rein, dann kriegt er eine Wut, dann seid ihr überfordert. Das passiert im Augenblick immer wieder. Nur in diesem Zustand, am Rande der Überforderung, dort erst bildet sich Kompetenz. Und zwar diese intuitive Kompetenz, die euch rettet, wenn der Verstand im Prinzip aussetzt und nicht mehr weiterkommt. Dieter Lutz sprüht vor Ideen, vor Energien. Er ist ein Füllhorn an Erfahrungen und er schüttet es auch regelmäßig und ohne Vorbehalte jedem gegenüber aus. Das, so würde ich ihn beschreiben, definitiv. Dieter Lutz ist sowas von engagiert, das finde ich atemberaubend. Also jeder braucht einen Coach. Ja, und als ehemaliger Leistungssportler stelle ich das Prinzip gar nicht in Frage, sondern für mich stellt sich nur die Frage, wer ist mein Coach? Ich bekomme hier einfach wieder nochmal einen anderen Fokus im Vergleich zu den Fachvorträgen, die ich sonst eben höre. Wir sind nach wie vor begeistert vom Dieter Lutz. Das Besondere an Dieter Lutz, ja, also er brennt für seine innovativen Ideen. Man spürt, dass er einen Auftrag hat, etwas zu verändern. Eine sehr, sehr wichtige Sache ist sicherlich, den deutschen Mittelstand fit zu machen für die Zukunft. Für die Herausforderung der Zukunft. Das ist Quelle unseres Wohlstandes, Quelle des ganzen Wohlstandes in Deutschland in meinen Augen. Ja, und dann habe ich noch bisher keinen gefunden, der so für diese Sache brennt, der sich so einsetzt und mit so viel Energie und Elan daran geht und der auch in der Lage ist, innovativste Ideen zu entwickeln, um dieser Mission eben gerecht zu werden. Auch entsprechend positionieren. Und ich denke, da hat Dieter Lutz und sein Team einen großen Erfahrungsschatz und da sollte man davon profitieren. Ja.